Servus Leute und hallo und herzlich willkommen bei Maputo LPs. Und ihr seht schon, heute wieder am Start Fallout New Vegas mit mir, dem Nils. Und wir sind ja hier stehen geblieben. Wir sollten ja durch Nipton. Da hinten sind aber ein paar Spaten. Haben wir viel zu reparieren, ey. Leg mich am Arsch. Erstmal hier alles reparieren. 9mm Pistole hier auch reparieren. Wie viel Schaden machten die? 9? 8. Gut. Ja, wir sollten ja. Da hinten ist ein Gegner. Ja, wahrscheinlich wieder nur irgend so ein Viech, das jetzt auch wieder weg ist. Eigentlich sollten wir nach Novak. Mich interessiert aber, was hier ein Nipton so gibt. Ach Gott, wir haben nur noch ein Stimpack. Machen wir mal das Super Stimpack und dann. Ich weiß, soll man jetzt zudehnen? Ich meine, die sind freundlich. Aber wer weiß, ob die das auch bleiben. Na komm. Ich bin doch ein offener Mensch, da können wir doch hin. Ich bin auch freundlich. Boah, kommt schon das Begrüßungskomitee. Keine Bange. Ich werde sie nicht ans Kreuz nageln lassen wie diese anderen Degenerierten. Es passt mir gut, dass sie vorbeischauen. Ich möchte, dass sie sehen, was mit den Bürgern Niptons geschieht. Sich an jede Einzelheit erinnern. Und dann, wenn sie weiterziehen, dann sollen sie jedem, dem sie begegnen, von der Lektion berichten, die Caesars Legion hier erteilte. Ganz besonders RNK-Truppen. Ich werde tun, was sie verlangen. Was für Lektionen haben sie hier erteilt? Wo fange ich da an? Dass sie schwach sind und wir stark? Das war ja nichts Neues. Aber das Ausmaß ihrer moralischen Verderbtheit, ihrer Verkommenheit. Nipton ist das perfekte Schulbeispiel. Was genau ist hier passiert? Nipton war ein verruchter Ort. Schlecht und verkommen. Jeder bekam, was er wollte, solange er dafür zahlte. Horden von Verderbten, Pulverbanditen, Männer der Legion wie ich. Den Leuten hier war alles gleich. Es war eine Stadt voller Huren. Für ein Almosen lockte die Stadt alle, die sie beherbergt hatte, in eine Falle. Erst als ich sie zuschnappen ließ, begriff man, dass man mit drin saß. Sie haben alle gefangen genommen? Ja, und ich trieb sie im Zentrum der Stadt zusammen. Dort hielt ich ihnen ihre Sünden vor, vor allem ihr illoyales Verhalten. Ich sagte ihnen, dass bei Illoyalität von Legionären manche bestraft werden und die anderen dabei zusehen. Und dann erklärte ich ihnen die Lotterie. Jeder krampfte die Hand um sein Los und hoffte auf Freiheit. Keiner schritt ein, als seine Liebsten zur Tötung abgeführt wurden. Jetzt wissen wir auch, was der Typ aus der letzten Folge meinte mit, er hätte in der Lotterie gewonnen. Sie haben unschuldige Zivilisten abgeschlachtet, klingt, als ob sie bekommen haben, was sie sich verdient hatten. Ich bewundere die reine Gerechtigkeit der Legion. Also ich will jetzt mit denen, ehrlich gesagt, gar keinen Stress anfangen, weil die sind klar in der Überzahl und ich habe nur noch ein Stimpack. Von daher machen wir mal... Sie ist von schonungsloser Schönheit. Positiven Ruf erworben. Freut mich, dass Sie das zu schätzen wissen. Gehen Sie und verkünden Sie ihnen, was Sie hier gelernt haben. In den nächsten Tagen wird es weitere Lektionen geben. Ich bin gespannt. So, jetzt haben Sie alle Ihre Waffen weggestellt. Super, Stimpack hat nachgelassen. Schade. So, gut. Und wir laufen jetzt weiter nach Novak. Bin mal gespannt, was da gibt. Skorpione. Folgen die mir jetzt? Ja, natürlich. Also die Waffe hier gefällt mir. Bin ich ganz ehrlich.
164 Nevada. Ja, die Schranken sind unten, aber wenn ich ehrlich bin, sehe ich hier keinen Zug. Gehen wir einfach mal. So, und hier an der Stelle habe ich vorhin meine Aufnahme abbrechen müssen. Beziehungsweise ich musste da hinten nochmal die Aufnahme neu beginnen, weil als ich hier war, ist mein PC auf einmal abgestürzt. Aber gut. Gehen wir jetzt einfach mal weiter. Immer hier der Markierung nach Richtung Nordosten. Hier ist ein Anhänger. Sunset Sprawler Flasche. Sternkronkorken. Sowas mag ich doch. So. Ansonsten hier nichts mehr drin. Dann laufen wir weiter. Gegner. Enemy spotted. Oh Mann! Ey, komm! Alter, nicht euer Ernst, Leute. Ich bin verkrüppelt. Och, hier, beide Beine auch noch. Ey, leck mich. Hab kein Stimpack mehr. Alter, genau. Trefferchance null. Alter, jetzt mal ohne Scheiße, ey. Jetzt geht mir das Spiel wieder voll auf den Sack. Dankeschön! Boah, komm bloß her, du. Komm bloß her. Komm bloß her, Alter, du Fotze. Du kackst dir in die Hosse, ey. Wo bist du? Wo bist du? Legionärsrekrut. Upsala. Na, reicht schon? Geben Sie sich einen Rock. Vergeltung! Vergeltung. So, Alter, was ist denn das? Nein, ich bin tot. Hat er gerade gesagt, der Chabos wissen, wer der Bau ist? Oh ne. Ja, genau, jetzt sind wir wieder hier. Ja, jetzt habe ich aber ein Stimpack nochmal. Immerhin. Ja, komm, scheiß mal jetzt auf die. Wir wissen, was er gesagt hat, ist mir auch egal. Jetzt. Skorpione laufen wir diesmal nicht hinterher, will ich hoffen. Toll! Toll! So, jetzt kriegen die dummen Wichser da hin, aber mal richtig was ab, du.
Leck mir die Rosette, du. So, nee, warte. Nimm gerade mal noch hier das letzte Stimpack. So, jetzt gehe ich aber mal hier auf den Berg, ne? Jetzt gehen wir hier auf den Berg. So, die wissen nämlich nicht, dass ich weiß, dass die da sind. Ich meine, gut, sind nur NPCs, aber das ist mir doch sowas von egal. Das regt mich jetzt auf. Und nur weil ich den Idioten da von der Legion einfach abgeschossen habe, obwohl ich nicht gewusst habe, dass es einer von den Nutten ist. Irgendwas hat er gerade geplubbert. Uhu. Von den Fischern halte ich mal Abstand. So, da vorne ist der Enemy. Komm. Aha. Ja, reicht schon? Oh Mann, Alter, ist das dein Ernst? Was hatten die denn so dabei? Junkfood, Kronkorken, Ledergürtel. Darauf stehen die wohl, hm? Psycho, by the way. Was mit dir? Was hast du dabei? 40mm Granate. Altmetall? Nee. Granatengewehr? Danke dafür. Kronkorken in Stimpack. Dankeschön. Dankeschön. Danke für das Stimpack. So, dann schauen wir mal, was wir hier an schönen Waffen dabei haben. Ein Cowboy Rabbit hier. Bestimmt genau. Schauen wir mal. Hier runterspringen ist halt keine so gute Idee. Vor allem, weil wir eh schon verkrüppelt sind. Aber wir hatten ja ein Stimpack aufgehoben. Zumindest mal das Bein. Sind wir wenigstens ein bisschen schneller. Ja, los, komm her. Lauf nicht weg. Ist sie, die Sau, Alter. So, was hatte die dann dabei? Kronkorken, Kreuzschlüssel brauche ich nicht, ein Rebound. Rebound ist gut. Was bringt die Rüstung? Ein SW. Uncool. So. Aber einer war noch hier, ne? Wo ist der? Der letzte. Das letzte Einhorn. Ich warte nur auf dir. Nix da, ne? Ist niemand, also da hinten? Ist noch irgend? Ja, ein Vogel. Was war denn da? Ist das denn ihr Lager? Bin ja. Also ein Lager ist es auf jeden Fall. Dann gibt's da bestimmt irgendwas zu holen. Sie sind verkrüppelt, ja, das weiß ich. Aber ich habe ja noch eine Arzttasche. Ah, Munitionskiste. 10mm Patronen. Ja. Nichts Besonderes, aber immerhin. So, da haben wir noch ein Haus. Können wir ja vielleicht rein. Was ist das? Wolfhorn Ranch. Kommt da rein? Ja, Farmhaus. Hier ist aber auch niemand, ne? So, jetzt haben wir wenigstens mal gespeichert. Nix, nix. Leer. Ah, was haben wir denn hier? Kleinkalibergewehr. Wunderbar.
doch perfekt. Munitionskiste. Ein bisschen Muni für unsere geile. Boah, die Rüstungen, die bringen alle nichts. Nochmal Muni für die Magnum. Ansonsten bis auf ein bisschen Munition und ein Kleinkalibergewehr hier auch nichts. Danke dafür! Händedrück, Alter. Ich gebe euch allen einen Händedrück. Und wenn derjenige das Video sieht, der weiß, wer mit Händedrück hat einen neuen Sheriff. Gemeint das ist. Sollte die Pulverbande fernhalten. Händedrück. Du weißt Bescheid. So. Da waren gerade Schüsse. Und da ist jemand auf der Brücke. Oh, es sind ein paar auf der Brücke. Sehen wir doch mal nach, wer oder was da ist. Eine Karawane. Oh, perfekt. Bestimmt haben die Stimpacks dabei, ja. So, du bist Söldnerin, du bist reisender Händler. Hallo, brauchen Sie was? Ob ich was brauche? Klar, hier ist mein Sortiment. Also ich brauche, glaube ich, ein bisschen viel, Kollege. Hilfsmittel. So, wie viele Stimpacks hast du? Eins! Ein Stimpack! Na komm, holen wir noch ein bisschen Wasser dazu. Toll. Heilpulver? Ja. Aufbereitetes Wasser, wunderbar. So, dann können wir noch ein bisschen was verkaufen. Der hat 730 Deckel, alles klar. Sehr schön. Die Magnum behalten wir erstmal zum Reparieren. So, die Pistole. Eine von den Pistolen. Dynamit 17. Okay. Dynamit 7. Okay. Dynamit 14. Okay, wunderbar. Dann schon mal das ganze Dynamit los. Einschussblende können wir noch reparieren. Granaten. Oh, Kleinkalibergewehre haben wir aber viel hier. Messer, wo hab ich denn das her? Plasmagewehr. Plasmapistole. Splittergranate. Splittermine. Eine. Okay. Gut, dann verlassen wir mal. 1263 Deckel haben wir jetzt. Und die Framerate ist gerade beschießen. Merkt man bestimmt. So, wir haben ja jetzt nochmal ein Stimpack, das heißt. Ah, entkrüppelt. Hilfsmittel. Super Stimpack. So, und dann haben wir auch nochmal unsere Leben. Ich weiß, ich gehe echt nicht sparsam mit den Stimpacks um, ey. Ja, das Pyramien ist, wenn ich irgendwann mal eine Fail-Compilation mache, dann wisst ihr, was da reinkommt. Die greifen jetzt hier die Karawane an. Echt jetzt? Warum greift die Legion... Boah, Alter. Warum greift die Legion eine Karawane an? Ihr seid doch alles Idioten. So, egal wer hier stirbt, wird geplündert. Macht Spaß. Ach, geil. Wasser. Ne Machete. Die macht 7 Schaden, nicht schlecht. Pinienkerne. Brauche ich nicht. Wurfsperre. 31 Schaden. 100 Wert. Können wir mal mitnehmen. Und die wiegen auch nichts. Das ist gut. Könnt ihr den jetzt mal töten, damit ich den plündern kann? Na los!
Dankeschön. Ja, jetzt wird geplündert. Wer noch lebt in den Trümmern, wird geraped und geplündert. Staub bis zum Berliner Tor. Man hat Benzin verloren. Ich kann nicht singen, ich weiß. Psycho. Noch eine Machete zum Reparieren. Sehr schön. So, hier der reisende Händler. Der hatte gerade noch ein bisschen mehr. Lederrüstung, dann können wir unsere reparieren. Was hatte die? Energiezellen. Fleisch und Kronkorken, eine Laserpistole, eine Metallrüstung. Oh, ich bin jetzt echt noch überlegen, ob man nicht mal so eine schöne Metallrüstung einfach mal mitgehen lassen sollen. Aber die hat hier eine Lederrüstung. Oh, 135 Kronkorken. Erstmal reparieren. Kleidung, Lederrüstung. Zacka, zacka. 6 SW. Wunderschön. Unsere Framerate geht wieder. Alles klar. Geht's weiter. Danke, Jungs, dass ihr mir beim Plündern geholfen habt. Ich hätte die natürlich nicht getötet. Ansonsten hätte ich schlechtes Karma bekommen. So, ist hier wieder ein Vogel oder ist das... Ja, natürlich ist das wieder ein Vogel. So, wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Für gut 20 Minuten, also noch 10 Minuten ungefähr nehme ich dann auf. Ja, bei Fallout 4 wisst ihr Bescheid. Wer das letzte Skill-Video auch geschaut hat, hier sind nochmal Gegner. Oh, Maulwurfratten. Die gibt's auch wieder. Ah, zack, Alter. Da sind die Köpfe halt. Und da unten ein paar Füßchen. Gut. Ja, wer das erste Skill-Video geschaut hat, der weiß Bescheid. Es gibt kein Fallout 4. Zumindest mal vorerst nicht. Ist zumindest mal nicht bekannt. Das mit der Teaser-Website war alles nur Fake von irgendwelchen Spaten, die hier ein bisschen die Community, Fan-Community von Fallout, der Fallout-Reihe, ein bisschen getrollt haben. Habe ich mich ja schon drüber geärgert. Aber gute Nachrichten, Bethesda hat zu einem Casting für Synchronsprecher eingeladen. Von daher, die arbeiten an neuen Titeln oder an einem neuen Titel. Das ist gut. So, hier haben wir anscheinend einen Stützpunkt. Schauen wir mal von wem. Freund oder Feind? Freund, gut. Kann man mit denen handeln oder? Aber ein Stützpunkt für nur einen? RNK. Ranger Station Charlie. Da dran sitzt einer. Ist auch hier irgendwie der Einzige. Und wie kommt man da rein? Hier rum, ja. Hallo, RNK. Nee, ich bin auf der Durchreise. Du bist aber anscheinend echt der Einzige hier auf dem Stützpunkt, ne? So. Dann gehen wir jetzt einfach mal weiter. Ich würde jetzt mal sagen, sobald wir mal nur weg sind, unterbrechen wir die Aufnahme. Haben wir hier Atommüll? Sieht mal so aus. Ja. Unterbrechen mal die Aufnahme und dann geht's eben morgen weiter mit Fallout New Vegas. Weiß nicht, was wir heute noch für Videos dann bringen. Wahrscheinlich Skill mal wieder. Dann mal schauen, ob ich Ghost doch nochmal aufnehmen kann. Wenn es mit den anderen nicht geht, dann versuche ich es halt mal alleine. Und wenn es alleine geht, dann muss das Let's Play halt ab sofort ohne Mirko stattfinden.
Da hinten ist ein Dinosaurier. Anscheinend ein kleines Wahrzeichen. So, Gegner sind hier natürlich keine, das ist gut. Da hinten ist ein Wasserturm. Ich glaube, das ist Good Springs. Also wäre ich querfeld eingelaufen, dann wäre es schneller gewesen. Aber egal. So haben wir ein bisschen Action und haben extrem viel Stimpaks verloren. Aber gut, ich will mich ja jetzt nicht beschweren. Ist einfach eins meiner Lieblingsspielereien. Fallout. Gibt für mich im Moment kein besseres RPG. Sag mal. Der Victor verarscht mich doch, hä? Der alte Stalker Victor. Was ist denn mit dir los? Na, da brat mir einer einen Storch. Tja, wenn nicht das nur dir. Nicht meine gute Bekanntschaft aus Good Springs ist. Was machst du denn in Norweg? Wenn ich das wüsste. Irgendwie hat es mich nach New Vegas gezogen. Denke mal, ich werde es rausfinden, wenn ich da bin. Was für ein Zufall, dass wir uns hier so treffen. Da das die einzige Straße in der Gegend ist, wäre ich boss erstaunt, wenn wir uns nicht ab und an mal begegnen würden. Wir sehen uns. Na dann, ciao. Okay, also wir sind jetzt in Norweg. Und ja, wie es dann hier in Norweg weitergeht, wie es mit den, ach du Scheiße, wie sieht denn der mit dem Hut aus, ey? Das ist ja mal cool. Also wie es weitergeht in Norweg, was die anderen Spaten da angeht, die uns töten wollten. Seht ihr in der nächsten Folge, wenn ihr Lust habt, nochmal einzuschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch, wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt. Ich meine, ihr dürft nicht vergessen, dass am Freitag beginnt Mirko mit dem Bioshock Infinite Let's Play. Und entweder noch dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr kommt das erste Let's Play alleine von Johnny. Und das dürft ihr euch einfach nicht entgehen lassen. Von daher lasst auch noch ein Abo da. Ja, ansonsten hoffe ich, es hat euch mal wieder Spaß gemacht. Und wir sehen uns natürlich bei der nächsten Folge von Fallout New Vegas, hoffentlich. Von daher tschüss und auf Wiedersehen. Euer Nils von Maputo LPs.